Moin, hallo und willkommen zurück zu No Man's Sky in der Expedition 12 Omega. Ich muss mal gerade gucken, ist ja schon wieder eine Weile her. Sorry, dass ihr lange warten müsst auf die Episoden. Denn, wenn ich hier am Arbeiten bin in meiner Bude, dass ich da nicht mal langsam ein bisschen alles auf Vordermann kriege, wird das manchmal so spät, dass ich das nicht mehr schaffe dann. Deswegen fallen hier und da mal ein paar Episoden aus. Weil ich dann echt zu sehr beschäftigt bin. Und ja, das ist immer ein bisschen schwierig. So, was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Ich muss mal gucken, ich muss erst wieder ein bisschen reinkommen, es tut mir leid. Basis erweitern. Expedition. Richte eine Basis. Okay, warum bin ich hier eigentlich gelandet? Das ist ein Systemwappen. Ich muss mal gucken, dass ich mich ein bisschen ranhalte, weil die Expedition nur noch 3 Wochen läuft und ja, ich bin hier jetzt noch nicht wirklich weit. Ne? Sternbildung, den können wir noch abholen. Ich werde Zeuge einer Erinnerung. Basis erweitern, schwarzes Loch betreten, Wunderprojektor bauen, zweites Treffen erreichen. Da ist noch ein bisschen was, ne? Die 5. Treffpunktwelt dokumentieren, okay. Das sind Gemeinschaftsdingen. Gucken wir mal, wenn wir das mit. Dann haben wir das nämlich schon mal. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich jetzt hier bin. Wollte ich irgendwas haben? Zum Bauen? Bin mir nicht mehr sicher. Das können wir noch einsetzen. Dahin. Geschwindigkeit und Ausfallszeit. Treibstoffeffizienz. Ist natürlich nicht schlecht. Ressourcen abbauen wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn ich das boosten könnte. Was wollte ich denn jetzt noch? Wollte ich hier noch irgendwas gucken? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin hier gelandet wegen irgendwas. Habe ich jetzt echt vergessen. Wir gucken mal. Wir landen auf dem Planeten. Ah, ich glaube, ich wollte von hier aus auf dem Planeten. Kann das sein? Ich könnte direkt zu meiner Basis zurück von hier. Könnte sein. Warum googelt es jetzt auch immer? So, gucken wir mal. Dann gehen wir mal zur Basis zurück. Bei mich? Noch die Umwelt hier, ne? Mal gucken, dass wir ein bisschen was schaffen mal. Ich hätte Ressourcen gesammelt und so, wir haben noch nichts gebaut, ne? Nun für das Bildungsprogramm aktualisiert. Achso, stimmt, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Ich wollte die Tür da reinbauen, ne? Dazu brauchen wir. Haben wir alles. Wo machen wir den Eingang hin? Hier auf diese Seite oder auf diese Seite? Ich glaube auf die Seite. Fühlt sich richtig an. Du kannst es später immer noch ändern. So. Dann ab in die Bude. Wir haben noch keinen Saft. Das heißt, wir müssen mal einen Generator bauen. Wir haben aber nicht so viele Generatoren zur Auswahl, ne? Nicht wirklich. Metallplatte brauchen wir noch, das kriegen wir hin. Hoffentlich. Ne, hoffentlich. Kriegen wir nicht hin. Ha! So viel dazu. Dann sammeln wir mal ein bisschen was ein hier. Wir brauchen ein wenig Metall. Gucken wir mal, dass wir hier mal ein bisschen durch die Errungenschaften fegen. Hoffentlich mal ein bisschen jetzt in den nächsten Episoden. Es sind ja schon ein paar Episoden vergangen, jetzt muss ich zugeben. Das ist nur auch ein bisschen Zeit. Ich muss mal gucken, dass wir mal ein bisschen vorankommen jetzt hier, weil ich würde das gerne noch in der Zeit schaffen. Ich habe jetzt natürlich nicht geguckt, was es als Belohnung gibt für Expedition 12. Oh. Aber soll mir erstmal egal sein, weil ist hier noch eine Expedition? Das ist auf jeden Fall was Interessantes und gucken wir mal, was da rumkommt. So, ich glaube, Eisen habe ich jetzt genug, oder? Das sollte wohl reichen. Generator. Achso, wir brauchen jetzt die Metallplatte. Bin vielleicht einen Schritt zu weit. So, jetzt aber. Bäm. Zack, 0 auf 15 und Energie. Können wir dann Energie reinschmeißen? Was haben wir denn auf Lager? Sauerstoff schlecht, Kohlenstoff können wir machen. So. Sammle Überlebensbaupläne vom Basiscomputer. Basiscomputer können wir aufbauen. Beziehungsweise den haben wir da draußen stehen. Den können wir mal reinholen. Wo ist er denn? Da. Mal rein in die gute Stube. Stellen den das mal hier hin, oder? Passt das so? Steht da richtig? Ah, es geht. Noch nicht so optimal. Warte mal, können wir den noch drehen? Stellen wir da hin.
Ich glaube, der bleibt so stehen jetzt. Perfekt. Okay, dann lesen wir mal. Hauptschiff HT-Änderung an die Schwerkraft. Verlust bestätigt. Notfallüberlebensprogramm initiiert. Vorgefertigte Überlebensmodule stehen für den Einsatz bereit. Okay. Was dann nehmen? Puh, ganz schön viel. Bau ein Fundament. Bau des zylindrischen Raum. Echt jetzt? Warum soll ich... Mann. Warum kommen die jetzt damit an? Hab da schon was gebaut. Warum muss es das sein? Muss ich jetzt echt wieder alles abreißen? Ja komm, dann bauen wir dich wieder raus. Wenn es denn so ein Raum sein muss. Ich krieg die Krise. Ja, dann nehmen wir alles nochmal so nach. Ich dachte, jetzt bauen wir das hier so schön und ja. Raus ist der Bude, so. Alles, dann können wir das auffüllen. Mal so, jetzt muss ich erstmal gerade gucken. Haben wir noch irgendwas in der Nähe hier, materialmäßig? O2. Kohlenstoff ist da noch, da auch. Egal, so, wie war denn jetzt unser... Das muss ich gerade erstmal überlegen. Nicht das da... Was denn? Kann ich nochmal aufladen? Minenlaser aufladen. Boah, ich war schon so lange raus. Jetzt hier muss ich erstmal gerade wieder gucken. Multiwerkzeug haben wir aufgeladen. Den brauchen wir auch noch. So. Terrainmanipulator geht mit Alternativ hier. Glätten. Wiederherstellen. Können wir das wiederherstellen? Ja, sehr gut. Ja, wir lassen mal Blitzwerfer erstmal. Nachladen sicherheitshalber. Okay, ein Fundament. Du möchtest also ein Fundament. Ja, dann bauen wir ein Fundament. Hier, Fundament. War nicht möglich zu einem Raumschiff. Natürlich zu einem Raumschiff. Kann ich dich hochbauen? Ja, kann ich. Obwohl ich dabei dahin baue, vielleicht. Oder hierhin. Hier rein wäre auch interessant, ne? In die Höhle? Aber ist nicht so schön mit der Aussicht, ne? Können wir es hier so ein bisschen mit leichtem Überhang machen? Das wäre auch ganz cool. Auch interessant. So. Bauen wir es mal dahin. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Gucken wir. Eine Tür können wir da noch einbauen. So. Ne, es muss was ganz Bestimmtes sein. Ne? Bau dient als Unterstoff im Planetarischen Gefängnis. Bau gerade Korridor 2. Bau des zylindrischen Raum 2. Das heißt, wir müssen mehr bauen. Okay. Das ist ja doof. Das ist ja genau vorgegeben dann, ne? Na gut. Zwei Korridore. Ja, bitteschön. Wo baue ich sie denn hin? Kann ich sie hier hinbauen? Die kann ich nicht, weil ich hier schon belegt habe. Mist. Dahin ist auch nicht so pralle. Und dann geht es mitten über dem... Ne, da will ich auch nicht hin. Dann baust du da ein. Zwei Korridore, bitteschön. Noch einen zylindrischen Raum. Kann ich nicht, weil nicht genug Eisen. Okay. Mining Laser war richtig. Ach komm schon. Okay, dann sammeln wir noch ein bisschen. Dann sammeln wir noch ein bisschen. Es ist also exakt vorgegeben hier, was man so machen soll. Sonst hieß es immer nur so, bau dies, bau jenes. Das reicht dann schon. Aber jetzt heißt es genau, bau genau das und genau das. Na gut, kriegen wir hin. Machen wir so. Make it so. Kriegen wir hin. Nur gucken, dass ich genug Material zusammenkriege. Ich weiß nicht, ob wir eine Landeplattform sowas noch bauen sollen nachher. Gucken wir mal. Kriegen wir hin. So. Okay.
Habe gebaut. Bauen wir noch mal ein Fundament drunter, damit es auch vernünftig aussieht. Zugangsrampe. Wie eine Zugangsrampe muss es auch noch sein. Dann gib mir das wahr. Zugangsrampe da, echt. Ne, da muss ich aber eine Tür schon drin haben. Da kann ich keine Tür hinsetzen. Da könnte ich eine hinsetzen. Ne, dann muss ich die doch hier lassen, ne? Aber ich brauche doch keine Zugangsrampe hier. Gut, bauen wir eine Zugangsrampe. Gefahrenschutzeinheit, das ist natürlich auch krass. Jetzt habe ich hier so eine Kante drin. Das sieht nicht so geil aus. Ist egal. Also, Gefahrenschutzeinheit und... es muss echt genau... Ich habe das Gefühl, als wenn hier erstmal erklärt wird, was du alles machen musst hier in No Man's Sky. Das ist merkwürdig. Aber gut, es wird angefordert. Bauen wir. Haben wir gebaut. Bau zwei Batterien. Okay, wir bauen zwei Batterien. Können wir zwei Batterien bauen? Ja. Solarmodul sollen wir jetzt noch bauen. Okay. Haben wir schon in der Tasche, so wie es aussieht, wa? Zwei Solarmodule. Okay, wir bauen zwei Solarmodule. Bitteschön. Setz die vorgewählten Speichermodule ein. Baue Lagerbehälter. Müssen das mal alles verbinden miteinander hier, ne? Oh, das ist das Ding schon an. Ist schon an. Okay. War das früher auch schon so? Das kommt mir merkwürdig vor hier, weil früher musste ich noch was verbinden, oder nicht? Oder bin ich doof? Kann doch sein, dass ich doof bin. Lagerbehälter. Ich brauche zwei Lagerbehälter, okay. Wo setze ich die denn mal hin, die Lagerbehälter? Weiß ich noch nicht. Wo waren die denn? Soll ich die hier hinstellen? Oder draußen? Eigentlich müsste ich die draußen hinstellen. Wir können die hier so ransetzen. Ist nicht so geil eigentlich, aber... Sind die auch miteinander verbunden? Jo, scheint so. Guck mal hier, die haben schon Energie, aber ich habe die nicht verbunden. Ha? Das ist neu. Guck mal, ich habe das Gefühl, die müssen nur im Umkreis sein. Du kannst deine Basis umbenennen, okay. Erstmal hole ich mir meinen Basiscomputer hierher. Kommen Sie rein. Stellen wir hier hin. Ich hoffe, der steht richtig. Nicht ganz. Schon besser. So, dahin. Jetzt steht er gut. Okay. Basis umbenennen. Gut. Wie nennen wir das jetzt mal? Nehmen wir es Omega Base. Omega Base Alpha. Passt schon. Screenshot. Können wir es so lassen. Passt schon. Homecoming. Wir sind zu Hause. Okay. Wir haben schon ein bisschen was geschafft jetzt. Siehst du, jetzt weiß ich, was ich wollte. Ich wollte meinen Avatar ändern. Dass ich meinen anderen habe. Deswegen bin ich da hingegangen. Neue Belohnung verfügbar. Dann gehen wir da doch mal hin. Ich muss gerade erstmal ein bisschen reinkommen. Hier Steuerung und so. Neue Technologie entdeckt. Hyperantrieb. Bromsalz, Ferrit, Staub, Kupfer möglich. Okay. Gucken wir mal. Können wir... hier noch was einbauen.
Dann müssen wir das mal reparieren. Raumschiff außer Reichweite. No, wir müssen darüber. Okay, gehen wir mal zurück. So, reparieren. Das nehmen wir mal mit hier. E. Leg das jetzt mal dahin, das ist nicht so wichtig. Treibstoffeffizienz. Gucken wir mal. Wir brauchen 5 Mikroprozessoren. Können wir die gerade bauen? Haben wir nicht gelernt, ne? Ne, können wir nicht. Komponenten beschaffen, Mikroprozessoren, okay. Bauen Hyperantrieb für das Raumschiff. Ja, wir arbeiten dran. Nehmen System, Raumstation und Handelszentrum. Oh, steht sogar erforderliche Units dran. Okay. Haben wir irgendwas zu verkaufen? Ja, nicht wirklich, ne? Ich glaube, das Bodensatz könnten wir vielleicht verkaufen. Die Rakete, das nehmen wir da mal hin. Müssen wir aufladen und dann lassen wir es mal. Ich habe noch ein Landefeld, was wir einbauen können. Guck, wir kriegen sogar ein Landefeld. Wo baue ich denn das mal ran? Da drüben? Mal alles kaputt hier, ist auch blöde. Ich glaube, ich mache den Felsen kaputt. Kann ich das denn einsetzen? Muss ich es bauen einfach? Nimmt er das mal im Inventar? Ich habe ein Landefeld, aber wie kann ich das benutzen? Ha? Ich würde es gern bauen. Ich habe es hier aber nicht drin. Galaktischer Markt. Da ist das Landefeld. Ja. Ich kann es da nicht hinsetzen. Hier kann ich es hinsetzen. Aber das macht alles zu. Das ist auch blöde. Au, da war eine Pflanze. Habe ich nicht gesehen. Wie kann ich das? Ich kann es hier hinsetzen. Sieht aber auch nicht so geil aus. Das ist jetzt ein Problem. Könnte es da hinsetzen. Da wird es gehen, aber es sieht auch nicht so geil aus. Da wird es wahrscheinlich alles zumachen. Wird aber am meisten Sinn machen. Da sieht es nicht gut aus. Da wäre es in der Luft. Ja, wir müssen es zwangsläufig da hinsetzen, ne? Das gefällt mir eigentlich nicht so geil hier. Das macht am meisten Sinn hier. Müssen wir hier hinsetzen. Okay. Dann müssen wir hier noch eine Tür setzen eigentlich, ne? Wir müssen hier mal ein bisschen aufräumen dann. Obwohl, wir lassen es mal so. Mal gucken. Vielleicht geht es ja auch so. Haben wir gebaut. Mit Landefeld. Ich weiß natürlich nicht, ob wir da sauber landen können. Gucken wir mal. So, wir steigen mal ein. Fliegen halt tatsächlich jetzt mal rüber. Oh, jetzt ist er ganz langsam. Fliegen mal zur Raumstation. Ich habe 137.500. Ich brauche mal mehr. Auf zum Handelszentrum. Ich hoffe, wir fliegen jetzt dahin. Da müsste aber markiert sein eigentlich. Zur Raumstation. Dann ja, müssen wir gucken. Wir müssen was verkaufen, damit wir ein bisschen Kohle reinkriegen. Und dann sollte das wohl hinhauen. Das Gefühl, das ist irgendwie so gebastelt, dass man ja, so kleine Feinheiten erkennt, was anders ist. Ich meine, ich habe das früher mal alles verbunden, aber kann auch sein, dass es nur meine Einbildung ist, weil ich das damals immer automatisch verbunden habe, aber man das gar nicht verbinden braucht. Kann natürlich auch sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Guck mal, ich habe das Gefühl, wir fliegen nach Lake Outpost. Da will ich aber nicht hin. Ich will dahin. Sieht schon besser aus. Tja, dann gucken wir mal. Da könnte ich eventuell meinen Avatar noch ändern. Und dann mal schauen. Ja, dann haben
naja, ein bisschen was geschafft. Ne? Wir haben die Basis gebaut und kommen erstmal wieder ein bisschen rein. Ich hoffe, das ist okay. Ich muss die Episode, wie gesagt, ein bisschen kurz halten noch, weil ich einfach nicht so viel Zeit habe. Das heißt, ich gehe jetzt gleich in die nächste Episode. Sehen uns gleich wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.